What Shaking? One Man Two Balls hier. Was ist das? What the fuck? Wahrscheinlich kennt ihr diese Musik. Das ist mein voller Ernst, dass ich euch das zeige. Das ist kein Let's Play oder irgendwas in der Art. Das ist ein kleines Review von einem Spiel namens Poker MMO. Es gab Leute, die haben die Version von Pokémon, die feuerrote Edition, gecrackt und als Online-Spiel rausgebracht. Wie bin ich darauf gekommen? Bei dem ganzen Counter-Strike zocken. Das ist jetzt der Hammer. In der ESL, die Electronic Sports League, wird Battlefield 3 Stück für Stück abgebaut. Es gibt keine EPS mehr und sowas. Intel Extreme Masters gab es noch nicht. Dafür ist das Interesse von Sponsoren und Spielern einfach nicht so hoch. Dafür der Grund ist, es ist ein Casual Game. Jetzt werden die ganzen Battlefield-Fans wahrscheinlich wieder rumbrüllen. Ist doch voll skillig und so. Nein, es ist nicht. Das sieht man auf dem Public und auch in der ESL ist das Niveau nicht sehr hoch. Das liegt aber nicht daran, dass die Spieler schlecht sind, sondern dass es in dem Spiel nicht möglich ist. Durch Niederhaltung, Random-Faktor, Spawn-Schutz und dieses Rumgespraye und was es da alles gibt, ist es einfach nicht möglich. So, und dann kam der Knaller. Ich lese halt so in den News der ESL rum. Der Poke MMO Cup. Es gibt jetzt schon mehrere Cups, Turniere und eigene Ligen. Und die spielen ohne Scheiß in der Electronic Sports League alle Poke MMO. Und ich wollte mir das unbedingt mal angucken. Das Spiel ist gratis, das kann man runterladen. Die Seite heißt genauso wie das Spiel, pokemmo.net oder so. Unten in der Beschreibung seht ihr nochmal den Link. Und ich werde euch das Spiel mal zeigen. So, einen Server gibt's. Machen wir erstmal einen neuen Charakter, um euch das kurz zu zeigen. Hier kann man seine Hautfarbe machen. Also, zack. Bobcut, was ist das? Die Frisur. Crewcut, sieht komisch aus. Curtains. Lol, der sieht aus wie hier von Street Fighter, geil. Das hatte ich gerade. Ivy League. Denn das hier? Da muss man nicht wissen. Langes Haar. Mohawk. Szene. Check. Ja, hatten wir eben. Odango. What the fuck? Short spiked. Also ist schon ein bisschen was, kann man sich natürlich ein bisschen selber customizen. Was schade ist, das kannst du während des Spiels nicht mehr verändern, also sollte man darauf achten, dass man gut aussieht. What the fuck? Spiked. Oh, das sieht ganz cool aus. String. Das habe ich bei meiner Frisur, bei meinem Charakter, weil es eigentlich sehr zu mir passt. Das ist ein bisschen wuschelig. Wavy. Obwohl Spike echt cool aussieht, ja. Nehmen wir mal das hier. Korn. Underfold nehmen wir mal. Ein Bart. Dann machen wir mal nichts. Top. Ohne Ärmel. Mit Ärmel. Normales Top. Achso, nur Ärmel sind das, lol. Mal hier das Top. Achso, man kann natürlich auch noch die Farbe irgendwie ändern. So. Nehmen wir denn Rot. Nee. Blau. Lila. What the fuck? Das passt ganz gut zu mir eigentlich. Zack, hier. Ich will es ja nur mal kurz zeigen. Top. Schwarz. Leggings, Hose, da ist wahrscheinlich normal, aber wir tragen mal knallhart grün hier, das sieht doch ganz cool aus. Charaktername, dann machen wir mal OM2B, oder kann ich meinen eigentlichen Namen eingeben? Gegnername. Gibt es irgendjemanden, den ich nicht leiden kann? Elotrix. Nee.
keine Ahnung, nennen wir ihn Johnny. Ungültiger Charaktername. Kann man seinen Namen eigentlich zweimal benutzen? Dieser Charaktername besteht bereits. Machen wir mal so. Ungültiger. Achso, ich darf keine Zahlen benutzen. One Man Balls, nee. One Man. One Man Owns. So, jetzt haben wir One Man to Balls und One Man Owns. Zack. Kennt ihr wahrscheinlich das Spiel. Oh, ich muss ja hier. Ich glaub's nicht. Ich habe mit Fraps wirklich in diesem Spiel Ruckler. Ohne Momento. So, jetzt hoffentlich läuft's hier. Ja, ist schon besser. Das sieht jetzt sogar fast so aus wie auf dem Gameboy. So seht ihr natürlich hier die ganzen Online-Spieler. Und eigentlich ist es das ganz normale Spiel, denke ich. Irgendwie hier. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich gehe mal auf meinen Spielstand. Oh, bis gleich. So, nun sind wir in meinem Account. Ich habe euch im Fahrrad hier. Ein bisschen gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich wirklich tun soll. Aber wie ihr seht, das ist hier eine Stadt. Man hat ganz normale Kämpfe. Und man muss weiterkommen in dem Spiel. Und wie ihr seht, hat man hier auch andere Spieler. Mal gucken. Lass die mal gegen uns kämpfen. Wahrscheinlich kriegen wir auf die Fresse. Aber das ist egal. Hier habt ihr alle Inventarsachen. Hier ist eine Schnellwahlleiste, wie zum Beispiel die Angel oder das Fahrrad. Where is Everstone? Don't know. Let's Dance. So. Hier könnt ihr dann einstellen, welches von eurem Pokémon als erstes reinkommt. Das ist dann in dem Fall der. Okay, sie ist zu schwach. Hui! So, irgendwo Bobs rumbouncen. Ja, hier. Wir können Leute, wenn sie kämpfen, ob gegen Bots oder gegen andere Spieler sogar beobachten, wie ihr hier seht. Level 17 hat er. Mal fertig sein hier mit dem Kampf, weil ich möchte ihn zum Kampf herausfordern. Komm, den hier fordere ich mal heraus. Der ist bestimmt überstark, aber egal. Ja, ist halt wie ein Online-Spiel, halt nur Pokémon. Ich kenne merkwürdigerweise sehr viel, die auf Pokémon stehen. Da wollte ich es einfach nur mal zeigen. Das wird jetzt hier auch nicht groß lange dauern. Weil danach will ich Counter-Strike spielen. Das nochmal angetestet. Na, hier kommt so ein Bob-Gegner oder was. Och nee, ist nicht dein Ernst, mich jetzt zu vergiften oder was? Ich will hier gleich kämpfen, Junge. Dann gehen wir erstmal zurück. Weil da gibt es eine Stadt, da ist immer sehr viel los. Da habe ich auch schon ein paar Mal gegen irgendwelche Online-Spieler gespielt. War ganz lustig. Ja,
mit dem Fahrrad ist das immer alles ein bisschen schneller. Außer wenn Fraps natürlich ruckelt, das ist scheiße. Ich will hier durch. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie... Der hier. Bleibt da stehen, jetzt bekommt er eine Message. Und komm, nimm an. Du willst es doch auch. Zu viele Level. Ich bin zu stark für ihn. Manche nehmen einfach an, das ist ja nochmal lustig. Come on. Und mein Dings hier ist vergiftet, das ist ein bisschen blöd. Ganz schön oft, ganz schön heftige Gegner dabei. Mal gucken wir mal zu, was sie da machen. Ich will euch mal so einen Kampf zeigen, ja. Gegen einen Online-Spieler. Okay, gegen die spiele ich nicht. Die haben ganz schön krasse Level drauf. Tschüss. Oh, der nimmt an. Das ist wahrscheinlich der Über. Oh, es geht. Level 19. Jetzt mal probieren wir einen Einzuschläfer an. String 5000 bedeutet, dass beide erstmal einen Angriff oder sowas auswählen müssen. Oh, das Pokémon schläft von ihm. Das ist schön. Für uns natürlich. Anstatt dass das Pokémon wechselt, ja. Aber er lässt es einfach so sterben. Zack, Nummer 1 ist weg. Dieselbe Taktik probieren wir beim nächsten auch nochmal. Jetzt muss er auswählen, welches er... Jo, seht ihr oben, er hat 6 Pokémon dabei. Welches er jetzt einsetzt. Oh, ich krieg auf die Fresse. Warte mal. Ich habe überlegen. 42 Wasser. Der haut mich weg. Ich muss es probieren, ja. Ha! Ist der Psycho oder was? Er sieht aus wie Wasser oder so, ja. Ah, jetzt. Und sieht schon so aus, als ob der schläft, ja, aber. Hier. Der ist auch irgendwie Psycho oder so. Oh, jetzt schlägt er sich selber. Cool. Aber wir schlagen uns ja richtig gut dafür, dass er so einen krassen Pokémon hat. Alter, macht der einen Damage, what the fuck? Ich kann kaum was machen, ja. Ich hab nicht so ein hohes Level. Aber ich wusste es, dass da irgendeiner rumsteht, der stärker ist. Aber ist ja nicht schlimm. Ja. Scheiße. Genial, einfach nur down. Aber egal, seht das mal. So aussieht, wenn man auf die Fresse bekommt. Der ist nicht wirklich stark. Seine Stärke, also von dem Ding, was ich hier habe, Gloom, seine Stärke liegt da drin, Energie abzuziehen. Aber wenn er One-Hit ist für den Fettsack, dann bringt es auch nichts.
voll viele Psycho-Pokémon, ja, die sind voll gut. Disable. Nein, scheiße. Ja, und der letzte, den wahrscheinlich alle kennen. Der ist, glaube ich, sehr selten in dem Spiel. Ich habe einen Knarr gefangen, ja, gar kein Problem für mich. Oh, ja, habe ich besiegt. Zack, Pokémon. Bin jetzt hier wieder im Krankenhaus und die Pokémon sind wieder voll. So, ich wollte es einfach nur mal zeigen. So was gibt's. Unten ist der Download-Link. Also, ich spiele jetzt Counter-Strike. Peace.